1973 ist das erste Mövenpick-Hotel in Glattbrück gegründet worden. Jetzt, 50 Jahre später, stehen wir vor dem Mövenpick Basel. Ich habe Gelegenheit gehabt, mit dem General Manager, dem Reto Kocher, zu reden. Ja, was heute dann noch schweizerisch und Mövenpick-mässig ist und wie es am Hotel heute geht. Ja, also erstens sind wir natürlich das neueste Hotel jetzt von der Mövenpick-Gruppe hier in der Schweiz. Was uns einerseits stolz macht, und das ist ja dann zumal noch entwickelt worden vom Mövenpick. Und was man hier erlebt, ist einerseits das F&B-Angebot, dass wir nach wie vor Komponenten, so das klassische Mövenpick-Tartar, der Caesar-Salat und so weiter, die werden uns auch vom Brand vorgeben, dass man die weiterhin führt, und entsprechend haben wir die sicher noch auf der Karte. Und wir leben natürlich nach wie vor den Geist, wo man initiiert hat, We Make Moments. Also das ist für uns nach wie vor ein Slogan, der jederzeit zählt, dass wir spezielle Momente machen für unsere Gäste. Was sind die speziellen Features hier im Haus? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir im Moment das grösste Haus sind auf Platz Basel. Wir haben 260 Zimmer, davon sind 30 Suiten. Wir haben einen grossen Meeting-Event-Bereich mit über 2000 Quadratmeter Eventfläche. Wir haben zwei F&B-Outlets, Restaurants, das eine ist das M-Piece Bistro und Bar, eben dort, wo wir auch die Klassiker zelebrieren. Und wir haben ein Signature-Restaurant, das heisst Puro. Das ist eine asiatisch-peruanische Fusion-Küche, die sogenannte Nikkei-Küche mit dem Sharing-Konzept. Das ist etwas ganz Spezielles. Sie haben noch während der Pandemie eröffnet im Herbst 2021. Die Stadthotellerie hat sehr gelitten. Ja, wie geht es generell der Stadthotellerie in Basel? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein schwieriger Start gewesen, aber es ist für alle Hotels schwierig gewesen. Und wir merken jetzt seit dem 22, also so Mai, Juni 22, zieht es wieder an. Und also der Effekt ist relativ stark gewesen. Und im Moment sind wir sehr zufrieden, wie es läuft. Und ich glaube, auch meine Kollegen in der Stadt sind zufrieden mit dem Geschäftsgang.